This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, ich habe heute die Kati bei mir. Wir haben ja schon ein paar Videos zusammen gemacht und wir hatten jetzt auch einen Rohkost-Retreat hier in Thailand gemacht. Und der nächste Retreat ist auch schon geplant. Sommer-Retreat. Meditation, Ankommen, Reinigung. Könnt ihr auch mal auf die Webseite schauen, ist auch drunter verlinkt. Genau. Und in dem Video wollten wir jetzt aber über Gewichtszu- und Abnahme sprechen. Und wir haben übrigens auch schon neulich auf Katis Kanal ein Video gemacht über Pausen. Ist auch sehr schön, könnt ihr euch auch erstmal angucken. Genau. Und hier geht es jetzt aber über Gewichtszu- und Abnahme. Und wir wollten das Video eben zusammen machen, weil wir eben aus so unterschiedlichen Richtungen kommen. Kati wollte nämlich immer abnehmen, ne? Und ich wollte immer zunehmen, schon immer. Und wir hatten es auch schon beim Retreat davon. Und im Grunde geht es ja nur darum, dass man nicht mit dem zufrieden ist, wie es gerade ist. So. Nicht wahr, Kati? Oder? Ja, das, genau, dass man immer genau das, also erstmal von mir auch ein Hallo. Und ja, ich freue mich, dass wir das Video machen, weil mich das Thema echt, ich weiß nicht, ich könnte jetzt sagen mein Leben lang, aber natürlich erst als Teenager oder so, aber wirklich schon lange beschäftigt mit der Idealfigur und irgendeinem Schönheitsideal zu entsprechen, ja, genau. Oder einer bestimmten Vorstellung. Und ja, ich kenne das einfach auf und ab, immer zunehmen, abnehmen, zunehmen, abnehmen. Und ja, dieses innere Bild der, wie ist mein Ideal, das irgendwie aus meinem Kopf rauszubekommen, ja. Deiner Vorstellung entsprechen zu wollen. Und ja, wir haben uns da viel drüber ausgetauscht und ich habe es halt irgendwann dann in der Praxis geschnallt, weil ich immer Leute vor mir sitzen habe, die einen waren zu dünn und wollten dicker sein. Und die anderen waren zu dick und wollten dünner sein. Da habe ich gedacht so, hey, immer das, was man nicht ist, will man sein. Ja, schön. Und da habe ich gemerkt, irgendwas ist da nicht koscher. Also irgendwas ist da nicht richtig dran. So. Und ja. Ja, neulich, wo wir geredet haben, hattest du auch dann so eine kleine Erkenntnis. Darf ich die selber erzählen? Ja, darfst du erzählen. Ja, ich arbeite halt gerade an einem E-Book, also ich war lange Zeit zuckersüchtig, habe ich auch einige Videos zugemacht, findet ihr auf meinem Kanal und ich schreibe halt gerade an einem E-Book, wo ich den Weg beschreibe, von wie ich mich davon befreit habe und da geht es natürlich auch, die Motivation ist natürlich auch irgendwie einerseits natürlich vom Zucker wegzukommen, aber andererseits auch Gewicht zu verlieren und dann habe ich halt gemerkt, habe ich halt so die Punkte aufgeschrieben, warum viele Leute abnehmen wollen. Ja. Ne? Also die passen in die Klamotten nicht mehr rein, sie glauben, dass sie dann attraktiver sind oder man findet keinen Mann, also jetzt in meiner Rolle zum Beispiel keinen Mann, wenn man irgendwie zu dick ist oder so. Und jeder hat ja da so seine Glaubenssätze. Und ich habe dann mal so ein Buch gelesen, da war eine ganz schöne, so ein Hinweis drin, dass halt Abnehmen nur, also nur sozusagen, das ist nur richtig, wenn man es halt nicht macht, weil man irgendwie anders aussehen will, sondern wenn es zum Beispiel der Gesundheit, also wenn Gesundheit der Grund ist. Und dann habe ich halt so ein bisschen weiter darüber nachgedacht und habe gemerkt, dass das System, also meine Seele oder ich weiß nicht, wie du das nennst, aber das ist diese Gewichtsabnahme oder Zunahme nur unterstützt, wenn es meiner Seele gut tut, also wenn es für mich ist, so. Ja. Wenn der Grund dafür in mir liegt und nicht außerhalb von mir, wenn ich nur anderen gefallen will, dann wird sich da mein System gegen sträuben, weil es ist nur, es unterstützt nur das, was sozusagen aus der Liebe kommt, so, ne? Oder was halt der Seele gut tut und das ist halt der springende Punkt, ne? Ist es wirklich das, was von außen kommt, was die Wünsche, die Hoffnungen oder das Idealbild von den Eltern, von der Gesellschaft, von Freunden oder von wem auch immer ist? Und man hat diese Ideal,
Muster übernommen und möchte dann so sein deswegen? Oder geschieht es wirklich daraus, weil ich das will, so, weil ich mich nicht wohlfühle? Mhm. Ja, genau. Und nur so kann das eben funktionieren. Und was steckt auch eigentlich immer dahinter? Eigentlich ist es ja so, jeder Mensch will ja glücklich sein, ne? Das ist eigentlich so das eigentliche Ziel, das eigentliche Streben. Und es geht im Prinzip nur darum, sich wohl zu fühlen. Mhm. Und das ist eben die Frage so. Fühlst du dich in deinem Körper wohl? Mhm. Und ja, das ist eben die Frage, die sich jeder stellen sollte. Fühlst du dich wohl, so wie du bist? Und ich habe festgestellt, dass ich, also bei mir war es eben so, ich habe dann erst festgestellt, auch als ich meine Ernährung dann umgestellt habe, dass ich meinen Körper viel mehr spüre, dass alles immer besser wurde. Ja, dass ich die kleinsten Bewegungen und die kleinsten Veränderungen in Fingern irgendwo innen wahrnehmen konnte und habe dann eben gemerkt, wie das ist dann das, wo ich mich wohlfühle, das ist mein Gewicht so. Und habe einfach geschaut, dass ich mich immer wohlfühle. Und das Gewicht ist dann eigentlich so eine Nebensache. Das ergibt sich einfach so. Hm. Ja. Kannst du, also ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber kannst du nochmal so ein bisschen mehr die Anfänge von dir schildern? Also wo du sozusagen gestartet bist? Also so, weil ich finde das immer, ja, total hilfreich, ja, wenn ich das irgendwie mitkriege, ja, dass auch, dass wir nicht irgendwie an dem Punkt gestartet sind, dass halt, okay, jetzt mit der Ernährung und ja, ich fühle mich immer wohl oder so. Ja, genau. Bei mir war es halt so, dass, ja, im Prinzip war es so meine ganze Kindheit so, meine Mutter, und für jeden war ich immer so zu dünn, ne? Ich weiß nicht, dünn wirklich so eigentlich. Also, es, ja, für Mütter ist man immer zu dünn so. Ich finde es immer witzig, wenn ich meine Oma sehe, so die Katze füttert, für die ist die Katze immer zu dünn. Sobald die Katze mal normal wird, dann füttert sie die immer wieder und füttert die. Und tut dabei der Katze eigentlich nichts Gutes. So, die ist, ja, die ist wirklich, jeder, der kommt, sagt, boah, ist gar viel so, die Katze. Die ist wirklich ziemlich proper so. Und wenn man eben dem Bild entsprechen möchte dann, ich wollte dann immer diesem Bild entsprechen so. Und ich weiß noch, wie ich mit 14 mir ewig viel Schnitzel reingehauen habe, einfach nur um zuzunehmen so. Weil ich mir nicht ständig irgendwie anhören wollte, so, oh, nimm zu und bist ja schmal, und dann verbindet man das immer so, man ist nicht stark, man ist nicht kräftig, wenn man nicht dick ist. Und als Kerl kriegt man das, finde ich, oft so reingetrichtert, gerade so bei Frauen ist es dann oft eher der Gegenpol, so, muss ganz schmal sein und dann ist es super hübsch und so. Und ich habe Unmengen gegessen, so total viel immer, und mir ging es dann nicht gut dabei. So, ich musste das reinstopfen, und dann habe ich vielleicht, ja, wo ich so eine Woche dann nur Schnitzel reingehauen habe, musste ich so viel essen, es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Und dann am Ende der Woche hatte ich irgendwie ein halbes Kilo oder so zugenommen, und das war wahrscheinlich einfach alles im Darm so, weil ich echt so viel reingestopft habe und den einfach nur total ausgedehnt habe so. Und ich konnte wirklich nie zunehmen, und das Problem werden viele haben, denke ich. Und als ich dann eben auf Rohkost umgestellt habe, so wegen Gesundheit, da war es halt nochmal extremer. So. Da habe ich gleich mit Fasten umgestellt, 3 Tage. Und dann, wenn du eh dünn bist, so, dann siehst du halt sofort die Wangenknochen. So. Und nach 3 Tagen hast du die Wangenknochen gesehen. Und jeder hat gesagt, boah, wann isst man wieder was? Und meine Mutter hat mir mal was erzählt damals. Und ich habe das echt psychisch nicht mitmachen können, so, mich hat das so fertig gemacht, mir das jeden Tag anzuhören, immer wieder so, die ganze Zeit gehört, und bis ich halt irgendwann gemerkt habe, so, hey, das ist das, was die anderen wollen, so, und ich habe mich eigentlich immer wohl gefühlt in meinem Körper, auch als der Körper dann so mit dem Gewicht bei der Entgiftung runtergegangen ist, ich habe mich trotzdem wohl gefühlt, das Gewicht ging dann auch wieder ein bisschen nach oben, automatisch, obwohl ich immer weniger gegessen habe. Ja, und anfangs dachte ich dann auch so, ey, ich esse irgendwie Rohkost und irgendwann baue ich dann wieder voll Muskeln auf und so. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ey, das ist überhaupt nicht mein Wunsch, irgendwie so einen aufgeblasenen Körper zu haben, sondern meine Motivation ist dann eher, irgendwann so viel Sport zu machen, wie ich möchte, aber
Und die Muskeln ergeben sich halt dann daraus einfach automatisch so. Aber ich mache halt mehr Sportarten wie, keine Ahnung, ich mache irgendwelche Klettern oder irgendwas mit Springen, Trampolin und sowas macht mir Spaß. So, das mache ich einfach, weil es mir Spaß macht und nicht, dass ich mich mehr zu irgendwas zwinge. So. Und dieser Wunsch ist dann auch so durch die Entgiftung, auch durch dieses Emotionale, was sich da verändert hat, weggegangen. So. Erst dachte ich so, ja, ich brauche dann irgendwie einen total muskulösen Körper auf und jetzt ist dieser Wunsch weg. So. Jetzt ist es einfach so, ich mag einen gesunden Körper haben, aber der ist halt so, wie er ist. So. Der ergibt sich einfach aus der Beanspruchung des, was ich gern mache. So. Ja. Genau, und das ist halt so diese Richtung, wo ich herkam einfach. Immer gehört, oh, zunehmen und so. Also vertraut auf euren Körper, fühlt da rein und hört einfach drauf, fühlt ihr euch gut so. Und dann lasst euch von niemand anderem was erzählen so. Also gerade wenn ihr zu dünn seid, ich fand es dann immer gemein so, die Leute, die das Problem haben abzunehmen, dachte ich mir immer so, es ist ja so leicht, ne? Und, total. Ja, genau. Und ich dachte mir so, oh, ich muss essen und kann nicht zunehmen, so voll doof. Ja. Ich fand es immer gemein. Genau. Ja. Ja, bei dir? Ich war halt schon immer, also ich habe halt viel über Essen kompensiert. Und wie gesagt, bin dann auch in so, also ich habe sonst, würde ich sagen, keine Süchte, aber das war echt so zuckersüchtig. Bin beim Bäcker gewesen und habe dann noch, weil ich so Entscheidungsschwierigkeiten habe, dann bin ich manchmal mit 6 Stück Kuchen nach Hause gegangen und habe die aufgefuttert. So, ne? Und ich wurde dann schon auch gehänselt und so dieses ganze klassische Programm. Und das habe ich dann natürlich wieder in mich reingefressen und so. Und hatte aber immer so ein, irgendwann so, oh, jetzt ist aber doch zu viel. Und dann habe ich halt wieder irgendwie versucht abzunehmen, eine Diät zu machen und ja, das typische Auf und Ab mit den Jojo-Effekten und das Problem halt dabei war immer, dass ich, das sind so 2 Punkte, die ich auch heute gerade nochmal so reflektiert habe. Einmal, dass man, also wenn ich das Gefühl hatte, ich musste auf was verzichten, das funktioniert halt überhaupt nicht. Und der zweite Punkt ist mir jetzt entfallen, aber so halt dieses Verzichten und, naja, Verzichten ist schon ein richtig guter Punkt. Also wenn du den dabei hast, dann wirst du wahrscheinlich nichts durchhalten, so, sondern es ist halt total wichtig, dass ich das Gefühl habe, ich darf so viel essen, dass ich mich wohlfühle oder dass ich halt satt bin oder was auch immer so, ne? Und das ist total wichtig und ich habe immer noch das Thema, dass ich übe, meinen Körper so anzunehmen, wie er ist. So. Aber ich merke, dass es halt wichtig ist und dass da wirklich hinzukommen. Und zwar nicht erst, wenn ich irgendwie noch 10 Kilo abgenommen habe oder noch 5 Kilo oder so, sondern jetzt. So. Und das ist eine echt krasse Aufgabe, so, die ich aber gerne übe, weil ich merke, dass mir das gut tut, wenn ich mich so akzeptiere, wie ich bin. Und das fand ich auch spannend in dem Gespräch, was wir vorher halt auch so hatten, dass das, was wir euch vermitteln wollen, ist halt wirklich so, dass Gewicht ist, also es geht darum, wie du dich darum in deinem Körper fühlst und halt, dass es nicht ein zu dünn oder zu dick gibt. So, ne? Also dieses Vergleichen halt, das ist auch, bringt auch viel Leid mit rein. So, ne? Und wenn wir das weglassen, und also ich sage bewusst wir, so, ne? Also weil ich bin da auf jeden Fall immer noch drin in dem Thema. Und ich spüre schon, dass ich immer noch auch so Altlasten habe, weil ich halt viel über Essen immer noch kompensiere oder das halt noch drauf habe, so, was ich da so ja kompensiert habe. Und ich bin halt immer mehr bereit, einfach die Themen, die so hochkommen, anzuschauen und anzugehen und dann auf eine ganz natürliche Art und Weise und mehr nebenbei dann halt das alles loszulassen, was im Fettgewebe oder so gespeichert ist. Und ertappt mich da auch immer noch wieder dabei, wie ich so sage, oh ja, jetzt da noch abnehmen und da noch abnehmen und so.
Also es ist schon echt ein krasses Thema, was auch durch die Gesellschaft, ja, das wird einem da richtig schwer gemacht, ne? Mhm. Das mit der Werbung, die man sieht, diese Idealkörper, die retuschierten mit Photoshop, also da ist ja, ich finde es immer sehr heilsam, in die Sauna zu gehen. Da irgendwie zu sehen, wie da jeder aussieht, und was halt sozusagen, was steht denn, welche Körper sind denn in Hochglanzmagazinen und welche begegnen mir in der Sauna? So, mhm. Das ist echt so, das hilft mir immer und rückt mein Bild irgendwie so gerade mit all den Dellen und Wellen und. Aber, so. Aber selbst das ist halt wirklich trotzdem darauf hinarbeiten, dass man, dass es egal ist, wie jemand anderes ausschaut, fühlst du dich wohl? Ja. So, das ist es. Ja. Ja, stimmt. Wie fühlst du dich so? Hast du dich besser gefühlt, als du dich anders ernährt hast? Da warst du vielleicht schlanker so, aber hast du dich damit besser gefühlt? Dann hör auf dein Gefühl so. Ja. Ja. Und was ich auf jeden Fall so den Leuten mitgeben wollte, so, weil das ja so mein Extrempol ist, so mit dem Dünnsein. Und das hat mich echt so mitgenommen, lange Zeit, und gerade so viele Leute, die meine Videos ja schauen, sind eben in diesem Entgiftungsthema drinnen. Und wer so extrem in so einen Entgiftungsprozess reingeht, da geht das Gewicht auch oft extrem runter. Und mir schreiben eher mehr Leute, die wirklich das Problem haben, also weil ich das wahrscheinlich auch der Spiegel dann halt wieder zu bin, weil die einfach das Problem haben, dass sie zu dünn sind. So. Und gerade während der Entgiftungsphase, so, da baut der Körper wirklich alles ab. Den ganzen falschen Körper und baut erst wieder dann schrittweise einen gesunden neuen Körper auf. Und wenn man zu schnell entgiftet, dann ist die Spanne halt so groß. Der neue, gesunde Körper hat sich noch nicht aufgebaut, aber der alte ist schon abgebaut und dann ist man halt total schmal so. Und ein gesunder Körper, gesunde Zellen, die bauen sich dann erst wieder auf. Und gerade in dieser Phase so, lasst euch da nichts erzählen vom Umfeld so. Lasst euch da nicht einreden, ihr seid irgendwie zu dünn oder sonst was so. Ich musste mir anhören, dass ich magersüchtig bin und alle möglichen Sachen, und ich dachte mir so, boah, könnt ihr mich einfach mal in Ruhe lassen? So, ich fühle mich so gut gerade, ich mache sau viel Sport, bin top leistungsfähig und ich fühle mich einfach gerade gut so. Ich bin gerade sau dünn, so weiß ich, aber ich fühle mich gut so. Und es fühlt sich überhaupt nicht falsch an. Es fühlt sich einfach wie ein Heilungsprozess an. Mhm. Und es ist ja dann, obwohl ich immer weniger gegessen habe, immer gesünder, trotzdem dann wieder nach oben gegangen, ein bisschen das Gewicht so. Also signifikant so. Mhm. Vorher hat man halt die Wangenknochen und alles Mögliche gesehen. Und ja, es ist eben nur dieser Entgiftungsprozess. Und lasst euch da von niemandem irgendwie einreden, ihr seid zu dünn oder so. Gerade weil, finde ich, in der heutigen Gesellschaft so das Bild von einem gesunden Menschen vom Gewicht her schon eher nach oben gerückt ist. 10-20% ist jeder normale Mensch schon zu verfettet, sage ich jetzt mal. Und wenn man wirklich noch normale Menschen, sage ich jetzt mal, sieht, dann, die sind nicht so dick. Ich meine, schaut mal, man muss sich nur Tiere anschauen, so Katzen, da siehst du bei jeder Katze die Rippen oder so. Ist eigentlich normal, dass man die Rippen sieht. Ja. Das also, ist total lustig jetzt, dass aus deiner Position, also von deiner Perspektive halt, und ich würde sagen, das, was da als ideal ist, das ist viel zu dünn. Also so, ne, das... Also ich sehe das jetzt nicht, das ist so das, was ich in der Natur beobachte. Und das ist das, was ich beobachte bei Menschen, die halt noch wirklich, ja, weil der Körper sammelt ja normalerweise nicht irgendwas Unnötiges an. Warum soll er irgendwie, ja, unnötiges Gewicht mit sich rumschleppen? Das muss er ja immer nur bewegen, das ist, ja, ja, ich kann jede das schon. Arbeit ist ja schwer. Ja. Oder? Ich glaube das schon, ja. Also ich weiß ja auch, dass... tendenziell die Menschen viel mehr essen, als sie eigentlich brauchen, so, ne? Als der Organismus vielleicht braucht, oder ich will nur nicht, dass halt die Menschen, die eher aus meiner Richtung kommen, mit dem zu dick, dann irgendwie denken so, oh Gott, ich muss, also so, nee, ich das, muss jetzt das noch will mehr abnehmen, ja, nee, ich weiß, sagen. Aber das halt echt, also die Kernbotschaft, nimmt bitte das raus aus unserem Video,
dein Gefühl ist das Allerwichtigste. Genau. So. Wenn ihr euch am besten fühlt. Genau, und wenn du jetzt gerade so bist und dich wohlfühlst, wie du bist, dann ist doch wunderbar. Und dann, genau. Dann ist es halt so, wie du gerade bist. So, ne? Und das ist das Entscheidende. Also das ist der wichtigste Schritt, ja zu dem zu sagen, wie es jetzt gerade ist. Genau. Egal, klar, du kannst ja die Ernährung trotzdem umstellen. Genau, so, ne? Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Trotzdem gesünder leben, halt alles natürlicher leben einfach. In der Natur, wir bewegen uns kaum mehr, wir haben total unnatürliche Haltungen, Positionen. Einfach natürlicher leben, so, egal. Und dann ergibt sich's ja. Und das halt so annehmen, wie er ist, so der Körper. Genau. Also lasst euch nichts von irgendjemandem erzählen, hört auf euren Körper, wie ihr euch fühlt. So. Genau. Und ich denke, das ist eben auch ganz individuell, so dieses Idealgewicht, wenn man es mal so nennen mag. Ja, also ich habe zum Beispiel auch so ein inneres Bild, wo ich glaube, das ist so mein wahrer Körper irgendwie. Und ich weiß, meine Seele findet da irgendwie hin, den zu kreieren. Und also so, und trotzdem, wie gesagt, auch jetzt ist es in Ordnung, wie es ist. Also so, oder ich übe es. Dass ich da einfach ein gutes Gefühl zu haben. Genau. Dann macht's gut. Hört euch immer auf euren Körper. Und wie ihr euch fühlt. Genau, also dieses Organ auch auszubilden, so auf dich zu hören, dich zu spüren und da immer feiner zu werden und immer klarer so, und dann ist egal, was die anderen im Außen sagen, weil du weißt, wie dein Gefühl einfach zu dir ist, und das ist das Allerwichtigste. Genau, und nur weil es alle sagen, wird es nicht wahr. Wenn was falsch ist, dann ist es falsch. Nur weil es alle sagen, wird es nicht wahr. Ja. Das muss man sich immer im Hinterkopf behalten, auch wenn man meint, so die ganze Welt erzählt einem da was anderes. Und wenn ihr euch sicher seid, ist es das, was ihr glaubt, was ihr fühlt, ist viel wichtiger. Keiner kennt dich und deinen Körper so gut wie du. Also, dann macht's gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.